Hey liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt Identity 5. Das Spiel sieht super düster aus. Ich bin gespannt, um was es geht. Mal wieder keine Ahnung. Wir klicken uns einfach mal rein. Wir spielen als Gast. My name is Zulfius. Once a novelist, but after losing my memory, I couldn't complete any valuable writing. Now I'm just a private detective with my clients. Until I received this strange request. Investigate an infamous estate and find a man's lost daughter. Besides the check, it was the name on the letter that intrigued me. Not Orpheus, but... Wir sollen unseren Namen eingeben. Wenn, dann ist mal so. Nicht Orpheus, sondern Orpheus. Ah, verdammt. Orpheus 2. Das ist auf Multiplayer-Game, ja? Orpheus. So. Meine Güte, ey. Ist das nervig. An alias that almost nobody knew but me. Yeah. Oh, die Tür steht offen, Leute. Gehen wir doch mal rein. Erinnert mich ganz ehrlich gerade an den Anfang von... Ich habe das Spiel vergessen. Dieses Horrorhaus mit den 30 Tagen Überleben. Oh, Pineview Drive. Na, das Donner hat sich gerade sowas von krass danach angehört. An Horrorgame, welches ich natürlich Let's Played habe. Ich hätte das nicht alles lesen, vergiss es. Ja, danke. Folge den Fußabdrücken oder den Fußspuren. It's been deserted for 10 years. This room's in remarkable condition. I think I'll stay here for the night. But it's too dark in here. I need to find an alternative light source before the fuel in this lantern. Und dann sind die Fußabdrücke. I look for a light source. Wir sollen nach einer Lichtquelle gucken. Light up. Thank God. Candles here still burn. There should be some more on the wall. So, dann sollen wir den Fußabdrücken wieder folgen, um weitere Kerzen zu finden. Aber da ist doch ein... Achso. Achso, hä? Will ich die Wand laufen? Da ist noch eine weitere Kerze. Ich hätte ganz gerne wahrscheinlich den Cursor rausgenommen aus dem Video, aber es geht jetzt leider nicht mehr. Hm? Achso, er hat sich das Gemälde angeschaut, alles klar. I understand. Light up. Ich glaube, der Mauscursor macht es hier ein bisschen kaputt, oder? Strange Creek. Paper airplane? Something that children usually play with. Ein Papierflieger. Etwas, womit eigentlich die Kinder spielen. Pick up. Someone was probably playing around and it got caught up there. Then a rat scared by the light shook it from the lamp. Who made it though? The page looks new. Ah ja, rotieren. This is what I can deduce from my initial analysis. But the paper used might actually contain some information from which I might find other clues. This looks like a page from a lie, lies, it's all a lie. Es ist eine Lüge. Tag 6.
Okay, das Datum ist von vor einigen Tagen. Finally, it's about to begin. I hope it's worth it. Someone is out so stupid, they don't even know how to spell rules. Thank God I wasn't the first one to try that. It's pure madness. Why did it attack me? I just wanted to go see. Me, poor guy who was eliminated. There was no reason for him to chase me. I didn't do anything wrong. Wait a minute. There is something wrong here. He is attacking everyone, not only me. Okay, irgendwas, was angreift. Person who wrote this is most likely connected with our missing person. Although I can't write anymore, I still have an uncanny ability to sense the emotions of a text. This is an ability most people do not possess. By reading the text, I can attempt to reconstruct the scene and even find out information about the author. Okay, er kann das rekonstruieren. Start Case Restoration. Also wir spielen das quasi nach, Display Text. Ah, okay, kann man es nochmal richtig nachlesen. Okay, ich habe es auf dem Dings nachgelesen, ist okay. Er hat diese Gabe oder diese Fähigkeit. Tap and hold the dice button under logic path to roll multiple dice in a row. Wollen wir würfeln? Naja, bin mal gespannt. Spielen wir quasi das nach, wo hier jemand angegriffen wird. Description mentioned an attic attached to the main house, located some distance away. I think we are still at the manor, but it seems we're some distance from the main house. For now, I need to focus and retrace the steps of our mystery author. I should probably drink less. Okay, er kann es also quasi sehen oder hören. Judging from the content, my guess would be that our author is male, right-handed and of okay. Männlich, Rechtshänder und von durchschnittlicher Bildung ist derjenige, dem wir jetzt folgen. Fear has stripped him of his ability to describe his encounter with any logic, as if something was hunting him. Toll, jetzt ist er in dem Körper drin. Warum tust du das? Hättest du es nicht einfach angucken können? Ach du Scheiße, hat er Knopfaugen? Der Typ ist wirklich schnell. Tap the sprint icon and escape from the basement. Okay, wir sollen die Fenster benutzen, um unseren Nachfolger abzuhängen. Und er braucht ein bisschen länger, um durch die Türen zu kommen, durch die Dings zu kommen. Durch die Fenster zu kommen. Puh, ist ja widerlich, Alter. Kennt ihr den Film Caroline? Oder, ja doch, Caroline, glaube ich mal. Wo die Puppe so Knopfaugen hat. Also nicht die Puppe. Und das sieht halt genauso aus, ne? Das sind wirklich Knopfaugen. Boah, ist das widerlich, Alter. Was ist falsch mit euch? Die Augen einfach durch Knöpfe ersetzt. Okay, wir müssen etwas dekodieren. Deck the camera upwards to look for growing. Was? Wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich müssen wir dem Typen auch entkommen, wa? Das ist eine Schreibmaschine, ups. Open the gate and escape. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will gar nicht gucken. Oh, Grafikbug.
Grafikbug! No! Stop it! Wir sind abgehauen. Oder auch nicht. Grafikbug, no, don't do it. Okay, der kommt da nicht lang, oder was? Oh, also geht es ja schon immer darum, gejagt zu werden. Also Identity, klar, identifizieren, so bist quasi ein Ermittler. Und du spielst halt die Geschichten immer nach. Got new memory. Wir haben eine neue Erinnerung bekommen. Diary suddenly stops here. What on earth does that mean? Carnival. Ein Karneval. Ein Karneval. Puh. Ich mag es nicht, wenn ich gejagt werde. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Hier haben wir noch mehr Hinweise. Illegable Vulgar Language Evidence of Tampering. Natalie Folded Edges. Large amounts of a black powder presence. Ja, Kohle wird das halt auch sein. Okay, wir sollen die Feuerstelle identifizieren oder inspizieren. Was ist das hier? Warum ist das noch rot? Okay, Event Record. Ups. Könnte man sich alles durchlesen? Painting, das Gemälde, was wir uns vorhin angeschaut haben. Okay. Dann auf geht's zum Feuer. Major Clue für die Main Story, also ein Haupthinweis, ne? There's charcoal in the fireplace, but no diary. That's not surprising. But something else has attracted my attention. The unburned firewood. The chimney has been sealed off. Seems the owner didn't use the fireplace, and its true purpose remains unclear. There must be some more clues around here. Okay, müssen noch ein paar mehr Hinweise sein. Anscheinend, das Feuer wurde nicht. Hey, hör auf zu laufen. This candlestick is. I think I know why there's an extra candle here. It's firmly attached to the fireplace. It seems to actually be a part of the fireplace. This is pretty important. Okay. Ja, hier das unverbrannte Holz, das hat ihm, das kam ihm sehr merkwürdig vor. Check. Szene 2, The Clue. Hunderte Bücher kamen zum Vorschein. Und das Blatt Papier, was wir in der Hand hielten, kam aus einem dieser Bücher. I used to detest bedtime reading when I was a child. Trying to find a diary with a missing page in here is like looking for a needle in a haystack. Tja, wie würdest du das Buch jetzt finden, ne? Also so einfach. Okay, alle sind wichtig. Puh, 5 Hinweise. Everyone came here willingly. Everyone was attacked by treasure. Ein Schatz irgendwo. No one is able to leave the manor. Keiner ist in der Lage, dem Haus, das Haus zu verlassen.
Violate the rules will be knocked out. Also wer gegen die Regeln verstößt, wird K.O. geschlagen, getötet. So wie ich das jetzt übersetze. Muss ich ja das richtig sagen, ne? Mein Englisch ist auch nicht das Perfekte. Es ist obvious, dass diese Entries were not written by the same person. Which means that they were insane. Or something else happened here that I did not yet understand. Hmm. They've raised more questions than they have answered. It seems I shall have to apply a somewhat archaic method to obtain the information that I need. Okay, wieder eine Case Restoration. Die werden wir wahrscheinlich noch durchspielen. Ja, das ist interessant auf jeden Fall. Aber der Horror-Clown ist schon wieder einfach nur gruselig as fuck, ey. Warum müssen es immer Clowns sein? Kann das nicht eine Katze sein oder so? Oh, mein Spiel ist abgestürzt. Spiel ist abgestürzt. Ich weiß nicht, ob man es noch gehört hat, aber ich habe geheult, ob es denn nicht eine Katze sein kann, die uns immer jagt. Okay, schade. Warum machen wir es abgestürzt? Schauen wir mal, ob wir weitermachen können. Ansonsten würde es an der Stelle hier enden. Ja. Also Ziel ist es wahrscheinlich einfach den Hintergrund dieser Leute hier herauszufinden, die hier waren und herauszufinden, was mit denen passiert ist. Am Anfang bereit irgendwie eine vermisste Person. Ja, versuchen wir es nochmal. Eine vermisste Person ist hier irgendwo und die wollen wir finden. Und das werden wir hier auch machen. Mit hinter ganz, ganz vielen Rätseln. Okay. Ich höre schon wieder. Oh, ich will es ehrlich gesagt gar nicht wissen, ey. When the needle is in the target area, tap the action button to continue decoding. The hunter will be alerted to your location once the cipher machine is decoded. It's the beating heart, the hunter's coming. Alter! Das ist ja grauenvoll, Okay, wir haben ihn gestunt für eine Weile. Wir tippeln wieder rüber hier. Das war die nächste Maschine. Oh Gott, ist das gut, dass ich ihn angespielt mache, ey. Oh, verdammt. All cipher machines have been dinned. Exit gate can now be opened. When the exit gate is in, okay, go to hide and switch quickly and escape through the exit gate. Okay, warum haben wir zwei? Wollte schon sagen, wir. Der Typ würde gleich wieder kommen hier irgendwo, oder? Okay, der Bug ist hier immer hier bei. Gegen Ende. Und tschüss. Geht's noch weiter oder was? Oh mein Gott, es geht noch weiter. Oh nein, doch nicht. Oh. Ich hasse es, gejagt zu werden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Puh. Und wir haben eine neue Erinnerung bekommen. Wieder 10 Punkte dafür. I think I can catalog the particulars of all the authors into profiles based on the information I've found.
Open the notebook. Raw survivor information. Okay. Da sind wir ein Lucky Guy und ein Veteran. Okay, die bekommen wir einen Boost, wenn sie getroffen werden. Na, die haben wir keine Infos darüber. Event Closed Diary. Ja, da gibt es eine ganze Menge, die man hier, was man hier erkunden kann. Es gibt auch eine ganze Menge Leute, die wir hier entdecken werden im Laufe des Spiels. So, jetzt können wir quasi zum Diary wieder zurück oder zum Dings zurücklaufen. Zum Bücherregal und dort weitere Untersuchungen anstellen. Aber meine lieben Freunde, jetzt war es erstmal gewesen, angespielt zu Identity 5. Puh, für mich ist das Game nix. Ich hasse es, gejagt zu werden, gerade von Horrorclowns. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Ja. Das war's gewesen, angespielt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Angespielt. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.